80. Fanny rechts, 3 innen spät. Und Armin Krämer lässt's gleich richtig fliegen. Schön. 200. Links gelb. 80. Kuppe. Also, Krämer übernimmt wie erwartet die Führung und jagt seinen Subaru mit einem Stundenmittel von 102 Kilometern über die erste Prüfung. Ich muss sagen, dass hier natürlich der permanente Allrad, den Subaru bietet, in den Vordergrund kommt. Denn auf Schotter ist natürlich diese Technik ist natürlich gravierend und bietet Vorteile, sodass wir sehr gute Zeiten fahren können. Ja, ich denke mal, Schotter ist schon eine starke Sache. Eben, da merkt man, dass ihm das Fahren Spaß macht. Aber auch auf Asphalt ist er hochkonzentriert am Werk und nutzt also auch die Straße optimal aus. Großes Lob also vom kongenialen Beifahrer von Armin Krämer hier im Bild, dem Gewinner der Berlin-Brandenburg, der Auftaktveranstaltung der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Krämer am Start zur letzten Sonderprüfung an Tag 1. Sonderprüfung 6 also. Schauen und vor allem hören wir auf Beifahrer Fred Bersen. Rechts voll Eingang, 30, rechts 4 innen. In 30, Achtung, links 2 innen, links 2 innen. In rechts voll Cut. 80, links voll Cut, in rechts voll innen, 50, links 5 Cut, in rechts 4 plus innen kurz, 30, links voll innen, 50, Break, Wellig, links 2 plus innen. 100, Kuppe rechts voll, 150, rechts voll kurz, 50, links voll durch Senke, Fanny links voll über Kuppe, 50 links voll, 100, Achtung, Kuppe und 30 rechts vor plus, 30 rechts vor plus. 150, Senke plus, Senke plus. 80, Wellen links fahren, 30 rechts 4. 100, Twisty plus. 50, hebt plus Überkreuzung links fahren. Überkreuzung hebt links fahren. 150, rechts Büsche, rechts voll, 50 links voll lang. 80, Welle plus 50. Na gut, weil es sehr flüssiger Asphalt ist hier. Nicht, dass er es verläuft, sondern dass man ihn sehr flüssig fahren kann. Und insofern kommt es den frontgetriebenen Fahrzeugen natürlich entgegen. Links 2 plus, 80, rechts 5 lang bis Schild. Bis Schild, 100. Links 4 lang. Links 4 lang. 80. Rein plus innen. 50. Kuppe. 50 rechts 4 plus spät. 30 links 4 minus. Links 4 minus. 200. 200 rechts 4 plus über Kuppe. Rechts 4 plus über Kuppe. Krämer also der Schnellste auf Wertungsprüfung 1, aber auf WP2, beinahe eine Rennstrecke, da macht sich das Gewicht. Krämer mit einer Zeit von 7 Minuten 50 dieser Wertungsprüfung im Ziel. Und dann wartet man, was macht die Konkurrenz. Krämer fährt auf der letzten Rille. Das Publikum ist bereit und Armin Krämer auf der ersten Wertungsprüfung. Er verliert nur 3 Sekunden, aber auf der nächsten sind es dann schon 6. Also möglicherweise wirklich jene Rallye, die er verlieren könnte. Armin Krämer, Ende der WP. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass diese Prüfung in den Zweitkart, den Kitkart sehr gut entgegenkommen und wir werden sehen, was die nächsten Prüfungen bringen. Also wir werden schon Attack fahren. Eine Strecke, die dem Subaru Impreza World Rally Car wesentlich besser entgegenkommt. Und es macht sich auch bezahlt, denn er ist jetzt 5 Sekunden schneller auf dieser WP als Niki Schelle und damit 1 Sekunde wieder am Führenden dran. Ist 100% konzentriert und fährt
wirklich volle Attacke. Ein Sieg hier bedeutet ihm wahrscheinlich mehr als in den beiden ersten Läufen, denn hier stehen die Zeichen eigentlich so ein wenig gegen ihn und gegen sein World Rally Car.